Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu Donnerpartys. Wir sind hier in dem Gebiet Ashara, oberhalb von Orkema, und zwar ganz hier oben. Hier gibt es insgesamt 8 Monster, die wir beschwören können. 7 könnt ihr looten. Eins kann nur beschworen werden, nämlich Nussi, um halt für die Hunter als Pet zu zählen. Hat aber kein eigenes Loot, sondern der tötet euch. Der hat über 1,8 Millionen Life auf Level 60. Und umso höher ihr seid, umso mehr Leben hat der. Also wie gesagt, es gibt hier 8 Monster, die ihr so killen könnt. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und das 8. müsst ihr beschwören und 7 könnt ihr halten. Okay? Ich werde euch auflisten, welches Monster wir gerade töten, welche Loot er hat. Das wird in der Meeranzeige dann immer zu uns stehen. Und würde mich freuen, wenn ihr darunter kommentiert, ob ihr was ihr so bekommen habt bei denen und ob sich das gelohnt hat für euch. Ich bedanke mich und sehen uns dann gleich beim ersten Gegner. So, wir sind hier in der schönen Gegend von Ashara, ganz hier oben, oberhalb von Orkhammer, und wir haben jetzt gerade den nächsten Eliten gefunden, und zwar die Lady Sespira. Die ist auch jetzt nicht wirklich schwer zu erreichen. Am besten, wenn ihr fliegen könnt, könnt ihr euch den ganzen Schaden von anderen Leuten ein bisschen ausweichen. Ne? Müsst ihr nicht jedes darunterlaufen und alles einzeln klopfen, und sogar ganz gemütlich hinfliegen. Was ihr natürlich wieder gibt und alles fallen lassen kann, das werde ich euch wieder in die Liste reinsetzen. Da kriegt ihr wieder ein Bild mit in meiner Meeranzeigen drin, was alles euch da bei ihr zum Loot, was euch einfach da beim Loot erwarten kann. Ich bedanke mich. Wir sehen uns gleich beim nächsten Gegner. Wir sind jetzt wieder hier beim nächsten, den wir gefunden haben, und zwar Schuppenbart. Die Alligatorschildkröte, die geht hier den ganzen Weg von runter hier rüber. Also die reist hier die ganze Zeit rum und hin und hin und her. Und einfach hingehen und dann einfach töten. Was sie wieder looten oder fallen lässt, das zeige ich euch dann wieder im separaten Meeranzeigenbild. Ne? Da könnt ihr dann mal nachschauen auf der Seite, was die wirklich fallen lassen, ob ihr schon habt oder nicht. Und ich nutze zum Beispiel auch noch hier das. Ultra Things, da wird es mir auch angezeigt, welcher Gegner mir das und was droppt. Oder welcher NPC mir was droppen kann. Oder welcher Elite. Das ist halt manchmal auch gar nicht schlecht zum Farmen. Wir sehen uns dann gleich im nächsten Gegner. Wir sind jetzt wieder hier beim nächsten Gegner in Ashara, den Antilos, den wir gefunden haben. Wie gesagt, ich werde euch wieder verlinken, was er alles looten kann. Der ist auch einfach zu töten. Hingehen. Besser reicht mal mit Fliegen. Der funktioniert hier immer hin und her, also in dem Gebiet praktisch hin und her, einfach zu hauen und looten. Ich bedanke mich, bis jetzt gleich beim nächsten. So, wir sind jetzt hier beim nächsten, beim Torwächter Donnerschrei. Wir haben euch das mal ein bisschen gezeigt, also mal ein neues Add-on geladen, das euch anzeigt, was ihr alles droppen lässt. Auch was, wo wie er aussieht. Also so ein schwarzer Fullbock, den seht ihr hier. Hier seht ihr, was er alles droppen lässt. Er kann Hellhandschuh droppen, er kann, also wie gesagt, das ist euch alles angezeigt. Das zeigen wir euch dann nochmal separat mit der Liste dann, wo wir ihn dann halt nochmal reinzeigen, gell? Kann nichts Besonderes, einfach umhauen. Somit bedanken wir uns und wir sehen uns beim nächsten Gegner. Wir sind jetzt hier in Ashara beim nächsten, bei Ebel Ashar. Das ist eine so eine Art Chimäre, die wir machen können. Hier seht ihr hier, was alles trocken kann. Hier wird zum Beispiel unsere Brust. Auch wieder kein starker Gegner, einfach umhauen. Wie gesagt, wir machen es mal aus dem Levelbereich, weil da die Gegner in dem abgegrenzten Bereich der Skalierung eher erreichbar sind, als wie wenn wir das machen, wenn wir das auf einem im hohen Level, also im Endlevel machen. Da sind die meistens eher abgefarmt, wie wenn wir das im Levelbereich machen. Deswegen zeigen wir euch das gerade jetzt im Levelbereich. In dem Punkt sehen wir uns gleich beim nächsten Gegner. Wir sind hier beim nächsten Gegner, bei Varutens Geist. Das ist so ein Elementar.
den wir haben, also Geisterwesen auf jeden Fall. Und ihr müsst ein bisschen aufpassen, wenn ihr im Levelbereich seid, dass es nicht so viele Geister gibt, gerade als Nicht-Tank-Klasse. Aber ansonsten ist das eigentlich einfach so. Der Geist patrouilliert hier komplett an dem ganzen Weiher. Also hier einmal um den Weiher patrouilliert der rum, gell? Dass ihr nur wisst, wie ihr ihn finden könnt. Ich werde euch natürlich wieder reinzeigen, was mal alles beim Looten kam mit dem Link von ihm. Und wir sehen uns dann im nächsten. So, wir sind hier hinten jetzt in dem Gebiet der Rabenkrone. Das müsste Rabenkrones Monument sein. Ganz hier hinten, da finden wir die ganzen Naga und hier finden wir den General Fangferror. Sieht so aus, hat auch wieder ein paar Items, die wir looten können. Wir sind hier im Levelbereich drin, um den auch zu erreichen. Könnt ihr natürlich auch im Endgame machen, aber Levelbereich ist einfacher, weil der dann öfter, also wie gesagt, bis er abgefahren wird. Ist nicht besonders stark, einfach umhauen. Wir werden euch den Link wieder mit mehr Anzeigen reinsetzen, was ihr alles für looten könnt, für Transmogs. Und in dem Punkt bedanken uns schon, das war's schon. Und wir haben jetzt fast alle Monster aus der Schare, außer eins, das wird das Huhn sein. Das wird ein bisschen schwer sein zu beschwören, das werde ich euch aber auch zeigen in dem Video, damit ihr dann wisst, wie ihr es machen müsst, gell? Also bis gleich. Also, wir sind jetzt hier im Geheimlabor, um Nussi zu beschwören. Da gehen wir jetzt hier rein. Ja, hier ist das nette Buch. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr die Hebel aktivieren. Einmal ist jetzt, wie gesagt, der erste Hebel hier, den ihr aktivieren könnt. Dann, na, das Feuer, so. Dann müsst ihr auf die andere Seite gehen, den Knopf drücken. Wie gesagt, Nussi ist ein NPC, den könnt ihr nicht töten. Den könnt ihr nur fangen. Ich wollte euch kurz mal zeigen, wie der letzte Rahmob, den man hier finden kann in dem Gebiet, beschworen wird, damit ihr das mal sehen könnt. Seite auf die Konsole und jetzt kommt Nussi raus. Also Nussi könnt ihr nicht töten, der hat über eine Million Life, gell? Tötet euch instant, ihr könnt ihn nur fangen und mehr könnt ihr, also er hat kein Loot für euch, ihr könnt ihn nur fangen. Das ist jetzt der letzte Rahmob, den man jetzt hier beschwören kann, damit ihr das Bescheid wisst, wie es funktioniert. Und somit haben wir euch alle Rahmobs gezeigt, die es gibt, ne? 7 Stück sind es an der Zahl und ich werde euch natürlich jeden Rahmob noch mal auflisten und ein Bild dazu schicken, wie der aussieht. Hier, wie gesagt, Nussi ist der letzte in dieser, ist ein Geheimnis, ein bisschen, also ein kleines Geheimnis, um den zu beschwören. Der ist halt wirklich nur zu holen für, wenn ihr da halt vorhabt, den euch da anzuverleiben als Hunter. Dann könnt ihr euch den holen, ansonsten, der tötet euch einfach instant. Ich bedanke mich und wir sehen uns dann in dem nächsten Gebiet wieder, liebe Leute. Ciao!